Und noch einmal, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist Montagmittag, sehr, sehr gegnerisch, sehr, sehr leidend. Ich habe hier zwei X-Rays zur selben Zeit. Zuerst muss ich den hier schnell machen und dann auf zu mir nach Hause wieder zurück. Klangdino. X-Rays komischerweise heute schon wieder. Wir hatten erst Samstag welche, da hatte ich vier, da war ich unterwegs und jetzt heute wieder drei. Also immer sehr, sehr busy. Wie immer, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch einen hattet und falls ja, ob ihr schon guten habt. Denn langsam müsst ihr echt mal raus und langsam müssten das echt mal die letzten WG-Gigas sein. Nächste Woche direkt wieder Montag auch schon wieder Einladung draußen. Und eigentlich müsste das auch immer noch WG-Gigas sein. Also keine Ahnung, wann die das mal ändern, weil eigentlich hatte Nightly das schon lange vor. Der sollte eigentlich nur bis Anfang Januar da sein. Und jetzt ist halt schon fast Mitte Februar dann. Auf jeden Fall, wie immer, falls ihr mich und den Kanal unterstützt wollt, gebt gerne ein Like, Kommentar, ein Abo, aktiviert die Glocke. Den müssen wir jetzt schnell machen, tap and go und dann auf zum zweiten. Glückstausch versuche ich da auch noch irgendwo unterzubringen, falls ich jemanden bei einem Raid sehe. Denn durch das Event haben wir jetzt eine Menge Glücksfreunde gesammelt. Video seht ihr demnächst, Update von meiner Shiny Lucky Sammlung. Ja, euch viel Glück, schauen wir mal, ob wir noch einen 100er bekommen. So. Erster Raid geht los. Wetter ist echt schlimm geworden. Zwei Lobbys, wahrscheinlich sogar drei, ich weiß nicht genau. So viele Verrückte. Montagmittag im Regen stehen und warten auf ein X-Raid. Ist schon heftig, wie verrückt die Leute sind. Für Pokémon Go. Oh, jetzt habe ich mein Team nicht gewählt. Oh mein Gott. Das schafft man nicht mehr, Leute. Okay, gerade noch so geschafft. Aber mit 20 Leuten, wen juckt's? Wir haben einen besten Freund mit drin für die extra Bälle, aber ihr wisst, X-Rays, Chance ist erhöht, braucht man eigentlich nie. Mir ist noch nie ein X-Ray-Pokémon geflohen. Und im Grunde genommen kann es eigentlich auch nicht fliehen, wenn man immer gut trifft und immer Berge verwendet. Einer hat sich reingeschafft, der Arme. Wir müssen dann auch direkt weiter, ein bisschen tap and go hier. Wobei, wir können eigentlich gar nicht so viel gehen. Muss ich schnell fangen. Weil hier ist ja auch schon direkt die U-Bahn. Also ich muss eine Unterführung durch, weil ich fahre nicht U405, sondern U306. Muss durch die U405 durch. Ob ich da durch kann, ohne GPS zu verlieren? Na, riskieren wir es nicht. Ich denke, ich habe genug Zeit. Müssen uns hier nochmal endlich mal ein bisschen beeilen. Eine Minute schon. Das dauert zu lange. Go, 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 go. Keine Zeit zum Ausweichen. Immer draufhauen. Haut auf mit euren Käfern und Ho-Ohs, Mann, und Lugias. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Aber was soll ich sagen? Ich hätte auch beinahe mit denen gekämpft. Und 27, richtig schlecht. Da sind wir, Leute. Klangdino. Alles easy geschafft. 8 Minuten zu früh. Das heißt, hätten wir eine U-Bahn verpasst, hätten wir 10 Minuten warten müssen. Dann hätten wir es halt nicht geschafft. Also sind wir eigentlich genau pünktlich gekommen. Den nehmen wir schnell mit. Hoffentlich machen wir hier einen Glückstausch und dann erstmal heim Mittagessen. Wetter ist echt richtig leidend hier. Wir sind durchnässt, Leute. Mir ist kalt. Frisur sitzt hoffentlich noch. 3 Gigas gefahren. Einen für mich, einen für meinen Kleinen, einen für eine Kollegin. Und keins davon war besonders gut, aber zwei Glücksfreunde ausgelöst. Ein Glückstausch direkt noch gemacht, blende ich nebenbei ein. Und das Gigas blende ich auch noch ein. Also ich kann mich nicht beschweren, vor allem heute um 22 Uhr endet das Event auch bereits. Leider, das war ein saftiges Event. So viele Glücksfreunde, ich kann gar nicht mehr zählen. Es waren, glaube ich, an die 30 Glücksfreunde. Wie verrückt ist das, Mann? 30 Glücksfreunde jeden Tag, 5 bis 10 Glücks-Pokémon nur durchtauschen. Hammer-Event. Und danach, nach dem Event wird es wieder leiden, die leidende Zeit.
wo keine Glücksfreunde reinkommen oder einer alle 3-4 Tage oder sowas, einer die Woche. Oh Mann. Jetzt hatte ich echt im Schnitt jeden Tag 3 ungefähr. Und das eine Woche lang. Und mein höchstes war 5, mein niedrigstes war 2. Wenn ich das so hochrechne, ja, doch. Saftiges Event. Schreibt gerne auch da in die Kommentare, wie ihr das Event fandet. Glücksfreundes-Event nenne ich das, man. Nicht Chinese New Year, Glücksfreunde-Event, man. Beste Event. Hoffentlich kommt das mehr als einmal im Jahr, weil noch ein Jahr warten. Oh Mann. Und der letzte X-Ray für heute. Königsplatz. Kunst. Hier sehr viele Museen. Und ich muss sagen, es gibt viele Arenen, nicht beeindruckend. Aber diese Arena hier ist wirklich X-Ray Arena würdig. Propylen. Das ist wirklich eine X-Ray würdige Arena. Zu lang gezögert, wir hätten rübergehen können. Wir sehen uns beim Raid. Leute, SOS, wir haben ein großes Problem. Es haben sich gerade mal so 6 Leute zusammengefunden. Ich glaube, 2-3 davon waren 130. Alter, kritisch. Richtig kritisch schon. Es waren noch nie, wirklich noch nie so wenige Leute bei einem X-Raid. Richtig kritisch. Was ist das? Lugia, Mutalana, Draugran? Okay, ich darf nicht reden, aber bei kritischen Momenten, da passe ich eigentlich immer auf. Das ist ein Unterschied, ob wir jetzt 20 in der Lobby sind und nicht drauf scheißen, was wir haben, oder ob wir 6 sind und denen 3 Leute unter 30 sind. Aber vielleicht war ich nur Panik und es sieht ganz gut aus. Ja, bisher sieht es ganz gut aus. Okay, jetzt kommt man mal auch mal ins Spiel. Ich muss sie einmal beleben, dann sehen wir glaube ich nochmal den Rest der Leute. Aber es sieht okay aus. Es sieht auf jeden Fall okay aus. Okay Leute, sorry, ich habe übertrieben. Ich habe übertrieben. Wir leben gut in der Zeit, alles gut. Alles kein Problem. Hey, 6 Leute bei der ersten Runde. Vielleicht treffen sich irgendwie mehr später, aber ich glaube nicht hier, Mann. So eine beliebte Arena ist nicht, wo mehrere Lobbys zustande kommen und so. Nicht damit gerechnet. Schlecht. Kein Freundesbonus, kein gar nichts. Aber egal. Das war's von uns, Leute. Und von den X-Rays. Keine Ahnung, wieso heute wieder X-Rays waren. Aber die 3 X-Rays nehme ich gerne mit. Schreibt in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Ansonsten mir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.